Kölner Presseclub. Herzlich willkommen zum neuen Gespräch des Kölner Presseclubs. Mein Name ist Peter Pauls und ich sitze hier im 12. Stock des Bonner Stadthauses mit Katja Dörner, der neuen grünen Oberbürgermeisterin. Wir haben von Ihrem Büro aus einen fantastischen Blick auf Bonn, auf das Umland. Wir sehen auf den Rhein und wir wollen sprechen über den Wandel, der sich abzeichnet hier in dieser Stadt. Wir wollen sprechen über Corona und die Folgen. Und wir wollen sprechen über das Bild von Bonn, das sich für die nächsten Jahre ergibt. Beginnen wir mit dem Verkehr, Frau Dörner. Sie haben die Verkehrswende angekündigt und Sie haben sich einen engen Zeitrahmen gesetzt. Ist das nicht sehr ambitioniert, jetzt auch in der Zeit, wo Corona die Kassen plündert, den Einzelhandel und die Innenstadt einem solchen Stresstest zu überantworten? Also wir haben die dringende Aufgabe, effektiven Klimaschutz zu betreiben. Auch diese Krise, auch wenn man sie vielleicht angesichts von Corona aktuell nicht so im Fokus hat, schläft ja nicht, sondern geht weiter. Und die Frage der Verkehrswende ist auf kommunaler Ebene aus meiner Sicht der zentrale Hebel, den wir haben, um Klimaschutz betreiben zu können. Deshalb habe ich die Frage der Verkehrswende auch so in den Fokus meiner Kampagne und jetzt auch meiner Amtszeit als Oberbürgermeisterin gestellt. Und da führt aus meiner Sicht auch kein Weg dran vorbei. Und die Verkehrswende besteht ja aus unterschiedlichen Komponenten. Sie haben jetzt abgezielt auf die autofreie Innenstadt bis 2025, die eine Komponente ist. Aber es gehört natürlich auch beispielsweise die Stärkung des ÖPNVs dazu, die Stärkung des Fußgängerinnentums. Also durchaus unterschiedliche Komponenten, die ich mir für die nächsten Jahre vorgenommen habe. Bis 2025 in der Innenstadt, wir sind ja gerade ein bisschen herumgelaufen und es war schon ein ziemliches Geknubbel von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern, ist ein sehr enges Korsett. Wie wollen Sie das in Arbeitsschritte umsetzen, Ihr Ziel, ohne so mit der harten Hand, würde ich mal sagen, eine Veränderung herbeizuführen? Also es gibt in der Bonner Stadtgesellschaft eine große Offenheit für dieses Thema, für Verkehrswende insgesamt, aber auch für die autofreie Innenstadt. Ich glaube, wenn ich vor 5 Jahren in einem Oberbürgermeisterinnenwahlkampf gesagt hätte, wir wollen eine autofreie Innenstadt, hätten die Leute gesagt, geht gar nicht. Und es gibt einen sehr großen qualitativen Unterschied, dass wenn wir heute über die autofreie Innenstadt sprechen, sagen die Leute, ja, wie wollt ihr es denn machen? So, und da setze ich an. Meine Vorstellung ist nicht, dass ich hier im 12. Stock irgendwelche Dekrete unterschreibe, sondern in einem breiten Beteiligungsverfahren mit insbesondere natürlich den Anliegerinnen und Anliegern, ja, aber auch Handel beispielsweise, Industrie- und Handelskammer, also allen, die da relevant was zu sagen zu haben, einen Prozess starten werde, wie wir so eine autofreie Innenstadt, ja, von unserer autofreien Innenstadt, die wir ja im Kleinen schon haben, nach außen ausrollen können. Und ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass wir in einzelnen Stadtteilen anfangen, uns ganz genau die Situation vor Ort angucken und beispielsweise schauen, wie können wir hier in der Altstadt, in der das Stadthaus steht, beispielsweise die Stadthausgarage, die unter uns ist, nachts für die Pendlerinnen und Pendler nutzen, damit die beispielsweise nicht mehr hier ins Quartier reinfahren können. Also werden eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Lösungen vor Ort entwickeln. Also das heißt, Sie wollen Schritt für Schritt vorgehen und wollen schauen, dass Sie im Gespräch Lösungen entwickeln. Das ist ganz wichtig, sonst findet man für sowas auch keine Akzeptanz. Wenn ich mir die Pendlerzahlen anschaue und wenn ich mir anschaue, was an Verkehr in dieser Stadt unterwegs ist, dann kam ich auf 140.000, das waren die Zahlen, die habe ich aus dem Pendleratlas im Internet, 140.000 Einpendler, 60.000 Auspendler und noch 100.000 Menschen, die innerhalb der Stadt unterwegs sind. Heißt das, dass Sie durch Ihre Maßnahmen diese Ströme verlagern? Das heißt, dass andere Bereiche stärker frequentiert werden. Die verschwinden ja nicht. Im Gegenteil, Bonn wächst ja.
und es wird im Zweifel noch mehr, ich sag mal einfach neutral, an Bewegung geben. Also es muss schon die Zielperspektive sein, Verkehr auch zu reduzieren. Ja, uns ist ja auch, wir können ja auch nicht prognostizieren zum aktuellen Zeitpunkt, wie sich beispielsweise die Nutzung von Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen jetzt, die durch Corona ja einen großen Schwung bekommen haben, wie die sich beispielsweise auf die Mobilitätszahlen auswirken. Ich hatte da ein interessantes Gespräch mit der neuen Bundesautobahngesellschaft, weil es ja auch in Bonn das Vorhaben gibt, den Tausendfüßler auszubauen. Und auch die haben gesagt, wir wissen das nicht, wir können das nicht prognostizieren, wie sich die flexiblen Arbeitsmodelle jetzt tatsächlich auf die Pendlerverkehre beispielsweise auswirken. Aber ich glaube, wir müssen darauf abzielen, Verkehr zu reduzieren, und wir müssen darauf abzielen, insbesondere auf andere Verkehrsträger zu verlagern. Natürlich auf den ÖPNV, das ist ganz zentral für die, die von weiter her einpendeln, aber natürlich im innerstädtischen Bereich auch auf den Fahrradverkehr. Beim ÖPNV würde ich sagen, Bonn hat ein ähnliches Problem wie Köln. Der ÖPNV kommt nicht überall hin. Er gilt in Köln jedenfalls als nicht extrem effizient. Teuer ist da obendrein. Sie haben viele Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet. Sie wissen, wie ein guter ÖPNV aussehen kann. Wie wollen Sie in so kurzer Zeit den ÖPNV hier so verändern, dass er diesen Ansprüchen genügen kann? Also wir haben ja beispielsweise mit der Umsetzung von Lead City schon eine Taktverdichtung auf bestimmten Linien erreichen können. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise die Westbahn. Aber Sie haben recht, ja, große Infrastrukturmaßnahmen, gerade beim ÖPNV, die wird man nicht von heute auf morgen realisieren. Aber wir müssen die zielstrebig angehen, damit wir mal eine Perspektive dafür haben in dieser Stadt, eben auch größere Infrastrukturmaßnahmen in diesem Zusammenhang auch angehen zu können. Thema Infrastruktur. So eine Stadt wie Bonn, auch wie Köln, hängt ja im Umland. Sie hängt vom Umland ab. Sie sind knapp an Gewerbeflächen. Wohnraum ist hier auch schwer zu schaffen aus der Fläche heraus. Und Sie sprachen gerade auch Homeoffice an. Das heißt, eigentlich ist Stadtplan und Stadtplanung und ihre Ziele sind, sagen wir mal, adäquater umsetzbar im Dialog mit den Umlandgemeinden. Sind Sie da mit Ihren Zielen auf offene Ohren gestoßen, auch was zum Beispiel Homeoffice betrifft, oder sprechen Sie da mit Arbeitgebern? Wird das gefördert? Also alle zentralen Herausforderungen, die wir als Stadt Bonn haben, ob das jetzt die Verkehrswende ist, ob das Bauen und Wohnen ist, müssen wir in einer guten Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis angehen. Anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Anders können wir die Probleme, die wir objektiv haben, nicht lösen. Und ich bin in einem engen Gespräch mit den Arbeitgeberinnen hier in der Stadt. Und alle rechnen damit und zielen auch selber darauf ab, den Anteil von Homeoffice, der jetzt in der Pandemiesituation entwickelt worden ist, weiterzutragen oder auch noch auszuweiten. Da habe ich gerade auch von den großen Arbeitgeberinnen hier in Bonn nichts anderes gehört. Es gibt natürlich auch Bereiche, für die Homeoffice nicht in Frage kommt, aber da wir ja viele Dienstleister in der Stadt haben, die zielen da alle drauf ab. Jetzt kommen wir mal auf die Stadt Bonn zu sprechen. Als wir gerade aus Köln nach Bonn kamen, haben wir daran gedacht, wie das war. Früher konnte man hier zu den Ministern fahren. Ich war viele Jahrzehnte auch Politikredakteur. Heute hat Bonn eine neue Rolle gefunden. Wie würden Sie die beschreiben? Und dann habe ich gleich noch die Anschlussfrage, wie es dann weitergehen soll. Also ich freue mich natürlich, dass Bonn so eine gute Entwicklung genommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ich bin als Studentin hier hingekommen, und als ich mich entschieden habe, 1995 in Bonn zu studieren, haben viele zu mir gesagt, da wird doch jetzt
wird doch nichts mehr stattfinden und alles zieht nach Berlin. Das hat sich ja so nicht realisiert. Und Bonn hat gerade im Bereich internationale Stadt, UN-Stadt, natürlich immens an Profil gewonnen. Das strahlt auch auf die gesamte Stadtgesellschaft aus, diese Internationalität. Als Beethoven-Stadt haben wir in den letzten Jahren uns auch wirklich im kulturellen Bereich als eine Art Marke im positiven Sinne entwickeln können. Und ich sehe schon Bonn natürlich auch weiter als zweites bundespolitische Zentrum. Also die Ministerien sind ja in Bonn immer noch verankert und sollen das auch bleiben, weil die eben für viele Cluster, die sich hier angesiedelt haben und hier erfolgreich sind, ob es jetzt das internationale Cluster ist, ob es das Wissenschaftscluster ist oder beispielsweise auch die Gesundheitsökonomie, ja, hat man nicht so sehr im Blick, ist in Bonn aber sehr stark. Die sind natürlich eng auch darauf angewiesen, dass die Ministerien ihren Sitz in Bonn haben. Was sagen Sie denn vor dem Hintergrund der Lehren aus Corona, Homeoffice, das heißt der dezentralen Arbeitserbringung, zu den Plänen, dass man die Ministerien in Berlin konzentriert? Das habe ich schon immer abgelehnt und als Oberbürgermeisterin lehne ich das natürlich weiter ab. Ja, und die aktuelle Situation belegt ja sehr schön, dass das, was die Region und die Stadt Bonn in den letzten Jahren immer argumentiert hat, dass ein Umzug nicht notwendig ist, dass wir beispielsweise auch die oft kritisierte Reisetätigkeit aus den Ministerien über Videokonferenzen auch drastisch reduzieren können. Aktuell, ja, zeigt sich, dass das relativ problemlos möglich ist. Damit ist ein Argument, das in der Umzugsdebatte immer sehr in den Vordergrund gerückt worden ist, eigentlich vom Tisch. Wenn wir jetzt mal ein bisschen sentimental sind. Sie haben ja gesagt, Sie kennen Bonn aus Ihrer Studentenzeit. Sie kennen aber auch Berlin. Und ein Argument war immer, in Berlin ist man näher am Volk. Ich muss sagen, wenn ich als Journalist, als politischer Journalist und Chefredakteur in Berlin war, hatte ich nicht den Eindruck. Ich hatte eigentlich den Eindruck, man ist hier näher am Volk in dieser bescheidenen, aber doch der Nachkriegszeit sehr angemessenen Stadt. Wie gesagt, wir sind jetzt nur sentimental. Seien Sie doch auch mal sentimental, Frau Oberbürgermeister. Es fällt mir so ein bisschen schwer, in dem Kontext sentimental zu sein, angesichts dessen, wie gut sich Bonn entwickelt hat. Aber ich kann Ihnen sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die ich im Bundestag hatte, die in Bonn noch amtierende Abgeordnete waren, die haben mir immer gesagt, wie nah sie in Bonn am Volk waren. Ja, dass man hier in den Restaurants saß und von der Bevölkerung angesprochen wurde. Man kannte jeden einzelnen Taxifahrer und hat einen Schnack gehalten. Und das ist ja alles in Berlin überhaupt nicht der Fall. Also ich habe in meiner Abgeordnetenzeit Berlin auch als, ja, nicht sehr nah, jedenfalls den Politikbetrieb, nicht sehr nah am Volk empfunden. Also Sie können einen Standortvorteil durch Nähe zu den Regierten, den haben Sie nicht entdeckt, darf ich das so ausdrücken? Naja, die Frage stellt sich ja jetzt weniger. Die Bundesregierung ist jetzt in Berlin. Wir haben die Ministerien noch mit ihren Sitzen. Und ich glaube, dass es für die Zukunftscluster der Stadt Bonn, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, sehr wichtig ist, dass es einen Kontakt, einen unmittelbaren, auch örtlichen Kontakt zu den Ministerien gibt. Ob jetzt die Bonner Bevölkerung den Kontakt zu den Ministeriumsmitarbeitern sucht, ich weiß es nicht. Wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, Bonn, internationale Stadt. Bonn ist von den Institutionen her eine internationale Stadt. Löst die Stadt das selber ein mit ihren Angeboten? Ist sie auf eine internationale Kundschaft eingestellt? Hat sie internationale Schulen, Kindergärten, ein Angebot, ein Kulturangebot, das sich international messen kann? Also meines Erachtens auf alle Fälle und wir legen da auch einen sehr starken Fokus drauf. Wir als Stadtverwaltung bieten unsere Services in Englisch an. Wir haben eine eigene englische Homepage.
Ich mache beispielsweise als Oberbürgermeisterin auch meine Covid-Info-Videos immer mal wieder auf Englisch adressiert auf die internationale Community, die wir hier in Bonn haben. Wir haben eine internationale Schule. Also das Internationale ist schon sehr verankert in der Stadt und in der Stadtverwaltung. Und natürlich ist es wichtig, auch kulturell ein Angebot zu haben, das in der obersten Preisklasse mitspielt. Und das haben wir mit dem Beethoven-Orchester beispielsweise, aber auch was Theater angeht, was Oper angeht, da müssen wir uns nicht verstecken. Und Sie haben, wie früher gewitzelt wurde, auch die Autobahn nach Köln. Und Gleis 1, der führt auch nach Köln. Sie waren in der Landespolitik, Sie waren die Büroleiterin von Frau Löhrmann von den Grünen, Sie waren 11 Jahre Bundestagsabgeordnete und nun sind Sie in der Kommunalpolitik. Das ist ein Weg, den ich eigentlich andersherum kenne. Man ist erst in der Kommunalpolitik und dann geht man auf die höheren Ebenen zu. Wie kommt das? Können Sie uns das erläutern, warum Sie Ihre Liebe für die Kommunalpolitik entdeckt haben? Meine Liebe für die Kommunalpolitik ist tatsächlich schon alt. Ich war hier in Bonn 8 Jahre die schulpolitische Sprecherin der Ratsfraktion. Also ich bin eigentlich zur aktiven Politik über die Kommunalpolitik gekommen. Und dann 2009 Bundestag und 11 Jahre, wie Sie sagten, Bundestagsabgeordnete. Bei mir ist tatsächlich so gewesen, dass ich in den letzten Jahren immer mehr ist bei mir die Erkenntnis gereift, dass es natürlich extrem wichtig ist, auf Bundesebene die richtigen Rahmengesetze zu machen. Ja, eine gute Rahmenbedingung brauchen wir natürlich auch, aber so zentrale Fragen wie, findet die Verkehrswende wirklich statt? Ja, machen wir wirklich was für den Klimaschutz? Schaffen wir das, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten? Das wird letztendlich nicht in Berlin entschieden, sondern das entscheidet sich hier vor Ort. Und das war für mich wirklich die Motivation, so 1,5 Jahre vor der Kommunalwahl sehr ernsthaft in die Überlegung einzusteigen, mich als Oberbürgermeisterin zu bewerben. Stichwort: Schaffen wir das, die Gesellschaft zusammenzuhalten? Was kann die Gesellschaft trennen und wie kann man sie zusammenhalten? Also eine gute Sozialpolitik ist aus meiner Sicht wichtig, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Könnten Sie da auch ein paar Beispiele geben? Ja. Also in Bonn ist beispielsweise die dringendste soziale Frage die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Das ist beispielsweise, als ich 2009 zur Bundestagsabgeordneten gewählt worden bin, kaum ein Thema gewesen. Und in den letzten Jahren, auch in meinen Sprechstunden als Bundestagsabgeordnete und jetzt als Oberbürgermeisterin, ist das Problem aus der, insbesondere aus dem sozialpolitischen Bereich, das mit ganz großer Vehemenz bei mir immer wieder auftaucht, also die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum, aber auch, dass beispielsweise eine Stadt wie Bonn 20% arme Kinder hat, was vielen, glaube ich, so in der Stadtgesellschaft gar nicht klar ist. Und die Wohlfahrtsverbände in Bonn haben einen eigenen Art Atlas gemacht. Wo sind eigentlich die armen Kinder in Bonn? Und da kann man schon eine quasi Spaltung erkennen. Und das ist natürlich auch sozialer Sprengstoff. Also das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man da auch kommunalpolitisch gegensteuert. Damit wir das einordnen können, würden Sie sagen, die Kinderarmut ist in Bonn größer als in Köln, in Düsseldorf? Sie entspricht sehr exakt dem Bundesdurchschnitt mit ungefähr 20%. Wie sich das für Köln darstellt, ich glaube, für Köln stellt es sich sehr ähnlich dar, soweit ich informiert bin. Aber es ist immer wieder eklatant für eine Stadt wie Bonn, dass ich immer noch wieder in der Öffentlichkeit auch auf Menschen stoße, wenn ich sage, hier 20% arme Kinder in Bonn, dann sagen die, das kann ich mir nicht vorstellen in dieser Stadt. Und neben den sozialen Fragen, was kann die Gesellschaft noch spalten? Also, was ich sehr wichtig finde, um gegen die Spaltung der Gesellschaft auch aktiv was zu tun, ist die Frage der Kommunikation. Also wirklich auch aus dem politischen Bereich transparent zu kommunizieren und Menschen in die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, ja, aber in meinem Fall eben auf der kommunalen Ebene mit einzubeziehen. Wir sprachen kurz vor unserem Gespräch über Twitter und Sie sagten, Sie haben 15.000 Follower auf Twitter und Sie twittern auch selber.
Das macht nicht irgendeine linke oder rechte Hand von Ihnen. Ist das sehr zeitaufwendig? Ist das, geht es einfach manchmal auf die Nerven oder wie erleben Sie das? Also von allen Social-Media-Aktivitäten ist Twitter eigentlich mein Lieblingsmedium, weil man eben kurz und knapp relevante Informationen mitteilen und teilen kann und man auch schnell unmittelbares Feedback bekommt. Und das finde ich schon gut und wichtig. Ich bin aber auch, wie glaube ich, viele Politiker, Politikerinnen, die im Fokus stehen, Opfer von sehr unfairen Shitstorms gewesen. Jedenfalls, ich habe die als unfair empfunden. Da muss man natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen dickes Fell entwickeln. Ja, sonst kann man sich, glaube ich, in solchen Medien auch nicht gut aufhalten. Geht es auch manchmal so richtig aggressiv zur Sache? Sind Sie bedroht worden oder ja? Ja, also ich bin insbesondere als Bundestagsabgeordnete, als Frau, das ist ja auch ein sehr relevanter Aspekt, ja, dass gerade Frauen und insbesondere junge Frauen auf Twitter häufig sehr massiv angegangen werden, noch mehr als Männer. Und das ist mir auch passiert. Auf Facebook sind Sie da auch unterwegs oder ist Twitter, ist das Ihr Medium, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl? Also Facebook mache ich auch selber. Das macht mir auch Spaß. Da kommt man halt häufiger mal in eine etwas längere und intensivere Diskussion mit den, in Anführungszeichen, Freundinnen und Freunden. Sprechen wir nochmal über den Nachbarn Köln. Frau Reker ist Ihnen ja politisch nahe, sagen wir es mal so. Machen Sie Dinge gemeinsam? Ist das ein steter Dialog, den man hat? Sagen Sie, man kann was von Köln lernen oder Köln könnte was von uns lernen? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Also ich bin in einem guten Austausch mit Frau Reker, habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie mich unmittelbar kontaktiert hat nach meiner Wahl. Vorher kannte ich sie nur sehr flüchtig und ich kann sicher sagen, dass uns beide wichtig ist, uns gut auszutauschen, gute Nachbarn, gute Nachbarinnen zu sein. Wir haben ja auch beispielsweise mit den Gremien der Sparkasse viele Schnittpunkte, die von großer Relevanz sind für beide Städte. Und deshalb ist ein guter und intensiver Austausch extrem wichtig. So ein Gremium wie die Metropolregion Rheinland, wie schätzen Sie das ein, sagen wir mal in Theorie und Praxis? Also ich bin gerade noch dabei, mich in diese Kooperationsformen gut einzufinden und einzuarbeiten. Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass es solche Formate des Austausches gibt. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich aus Berlin mitbringe, dass die Regionen, die sich untergehakt haben, sich gut vernetzt haben, eben dann auch gegenüber einer Bundesregierung sehr stark haben auftreten können und dann natürlich für die Region, für die miteinander gut vernetzten Städte, Landkreise dann auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Aber das heißt, Sie würden erwarten, dass so ein Zusammenschluss, der ja organisiert sein muss, dann gegenüber Dritten die Interessen der Region vertritt. Das ist meine Also Vorstellung. sagen wir mal eine Art Außenministerium. Außenministerium ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Wie vom würden Sie es Ansatz nennen? her Ich habe das in jetzt einem in ganz, Zeitungswand gemacht. okay, in einem, ja, also in einem ganz positiven Sinne eine starke Lobbyorganisation für die Region in Düsseldorf und in Berlin. An erster Stelle sozusagen. Ja, ein Vernetzungsgremium nach innen. Ja, Ja. Bündelung von Interessen, ja, und auch Erarbeitung von Positionen und die dann eben auch stark nach außen vertreten. Das würde ich mir beides erwarten und erhoffen. Sie haben jetzt noch zahlreiche, ich sag das, nenne das mal Butter- und Brot-Themen. Die Beethovenhalle, die Stadthalle in Bad Godesberg ist, glaube ich, einsturzgefährdet. Das Stadthaus, in dem wir gerade sitzen, nannte ein Kollege despektierlich eine bewirtschaftete Ruine. Der Ausbau des Tausendfüßlers, ich glaube, jetzt habe ich die wichtigsten Sachen. Wie viel Zeit lassen Ihnen solche Projekte? Also, ich spreche von einer Stadt, die eine Oper saniert hat und mittlerweile in den Milliardenbereich vorzustoßen droht.
kann so etwas Ihre ganzen Pläne, die Sie mit dem Wandel verbinden, torpedieren? Also sie erfordern natürlich auch eine große Aufmerksamkeit, das ist klar. Aber sie dürfen nicht dazu führen, dass das Weiterdenken der Stadt in großen Linien ja komplett zum Erliegen kommt. Deshalb organisiere ich beispielsweise auch mein Dezernat als Oberbürgermeisterin um und wir schaffen hier einen eigenen Geschäftsbereich für die strategische Programmsteuerung, um eben das, was aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, nämlich vernetzt zu denken, ja, große Themen wie beispielsweise klimaneutrales Bonn, was nicht ein Dezernat alleine umsetzen kann, das hier zu verzahnen und dafür auch Women und Manpower zu schaffen, dass wir das aus dem Dezernat der Oberbürgermeisterin mitsteuern können. Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie gucken bestimmte Projekte, wie laufen die und Sie lassen sich Bericht erstatten und gucken sich kontinuierlich den Fortschritt an mit einer Entscheiderrunde oder Entscheiderinnenrunde? Also unter anderem. Ja, aber wir schaffen schon eine Struktur, die aus sich heraus darauf hinwirken soll, die unterschiedlichen Dezernate an bestimmten Punkten thematisch, ja, projektbezogen besser zu verzahnen. Jetzt sagen Sie uns noch, wie sieht Bonn im Jahr 2025 oder 2027 aus? Was ist Ihr Bild von einer Stadt, das Sie haben, das Sie auch den Bürgern sagen, die man ja nicht allein mit Verordnungen regieren kann? Also es soll eine lebendige Stadt sein. Es soll eine Stadt für alle sein, in der, wir sprachen eben über die Kinder, ja, in der alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft gute Chancen haben. Das ist mir sehr wichtig. Es soll eine internationale Stadt sein. Also das, was wir etablieren konnten, auch als Selbstbewusstsein, ja, im Sinne des Wortes. Ja, die Stadt soll sich selbst als internationale Stadt begreifen und das eben auch in Vielfalt und Offenheit repräsentieren. Das würde ich mir wünschen für die nächste Zeitperspektive und natürlich beim Thema Klimaschutz vorankommen. Ich glaube, das ist bei einer grünen Oberbürgermeisterin DNA und selbstverständlich, dass ich das anstrebe. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Frau Dörner. Ich danke Ihnen.